Die Deutsche Bischofskonferenz hat in den vergangenen Tagen die Missbrauchsstudie in der katholischen Kirche vorgestellt mit erschütternden Ergebnissen. Wir haben heute Bischof Kohlgraf zu Gast, der uns Rede und Antwort stehen will. Herr Kohlgraf, was hat Sie am meisten persönlich erschüttert? Es sind verschiedene Dinge. Also, dass Missbrauch in der Kirche eine Rolle spielte, das war bekannt seit vielen Jahren. Was mich erschüttert hat, natürlich die Zahlen. Und mir wird deutlich, es kommen jetzt auch die ersten E-Mails, wo Betroffene sich melden und auch zum Teil ihre Geschichte anfanghaft schildern. Wenn man sich vorstellt, was dahinter steckt, das ist schon unglaublich. Also diese persönlichen Schicksale, die dahinter stehen, das ist etwas sehr Erschütterndes. Und da kann man sich so eine Zahl 3000 noch was fast nicht vorstellen. Was mich auch erschüttert hat, und das war auch Thema bei den Bischöfen jetzt in Fulda, das Systemische dahinter. Also, da kommen wir gleich dazu. Das Erschütternde war ja, dass es der Kirche nach dieser Studie fast immer darum ging, die Vorfälle unter den Teppich zu kehren. Das Ansehen der Kirche hatte fast immer Vorrang vor der Hilfe der Opfer. Ja, das kann man so sagen. Es ist vertuscht worden. Es sind Akten offenbar auch verschwunden. Das ist Fakt und dem müssen wir uns jetzt stellen, was das heißt. Gibt es auch im Bistum Mainz Fälle, wo Akten verschwunden ist? Und gibt es Fälle, in denen Täter in andere Gemeinden versetzt wurden, ohne dass diese vorgewarnt worden wären? Also wir haben die Akten, soweit uns möglich war, durchgeguckt. Das waren 950 Akten und genau auf diese Frage hin auch untersucht. Wir können beides eigentlich weder verneinen noch bejahen. Die Akten geben nichts her im Hinblick darauf, ob Dinge verschwunden sind oder was Versetzungen angeht. Einfach daraus, weil es keine systematische Aktenführung gab. Wenn Sie in die Ergebnisse der Bischofskonferenz schauen, ist das jetzt genau auch einer der Ergebnisse, dass wir sagen, wir brauchen wirklich eine verlässliche und einheitliche Aktenführung. Und das hat es nicht gegeben. Und das lässt sich auch nicht über weitere Forschungen nachholen? Ich vermute, ehrlich gesagt, nicht. Wie wollen Sie in einer Akte, wo nur einzelne Papiere drin sind, nachweisen, ob da was fehlt oder nicht fehlt? Gibt es im Bistum Mainz noch Fälle, in denen Sie trotz der strafrechtlichen Verjährung Konsequenzen möglicherweise ziehen? Es hat solche Fälle gegeben, wo auch Konsequenzen gezogen wurden. Aber viele Täter, muss man sagen, sind auch verstorben. Und wir haben aktuell natürlich auch, also seit den Leitlinien 2002 hat es auch Fälle gegeben, aber die sind alle über den Staatsanwalt auch gelaufen und insofern ordentlich abgewickelt. Also Sie nehmen keine Altfälle wahr, wo noch Priester in Verantwortung sind? Es sei denn, es melden sich noch Menschen. Also in Verantwortung, insofern, Sie bleiben ja in Verantwortung, auch wenn juristisch alles abgearbeitet ist. In die Studie sind keine katholischen Internate oder Domchöre einbezogen worden. Werden Sie dies für das Bistum Mainz nachholen? Ordensgemeinschaften genauso wenig. Und ja, Ordensgemeinschaften das, auch das ist ein weites Feld, wenn Sie an die Kinderheime denken und so etwas. Ich glaube, wir können das fürs Bistum Mainz machen. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir da auch da wieder als Bischofskonferenz gucken oder auch die Orden im Grunde. Also es war zum Beispiel auch die Vorsitzende der Ordensgemeinschaften da, die sagte, das steht auch für die Ordensgemeinschaften noch aus. Das kann ich im Grunde nicht als Bischof machen, sondern da müssen die Ordensgemeinschaften ran. Ich frage auch nach, weil wir in der Historie damals einen Fall hatten, den wir dokumentiert haben, bezogen auf den Domchor. Insofern dann auch die Verwunderung, dass die Chöre nicht einbezogen worden sind. Es war ein Anfang. Es war wirklich ein Anfang und keineswegs jetzt das Ansinnen, jetzt komplett den Überblick zu haben. In der Deutschen Bischofskonferenz gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe von Bischöfen, die schon lange im Amt sind, die diesen unsäglichen Umgang mit den Missbrauchsfällen auch mitzuverantworten haben. Hat es in der Konferenz dazu keine Debatte um persönliche Konsequenzen gegeben? Um persönliche Konsequenzen nicht, aber ich glaube schon, dass einige Bischöfe auch wahrgenommen haben, dass sie auch so die eigene Geschichte auch nochmal anschauen müssen. Wobei man sagen muss, dass seit den Leitlinien 2002 sich auch schon einiges getan hat und auch 2010 die Leitlinien nochmal klarer geworden sind, auch wenn sie nicht perfekt sind. Und Missbrauch bleibt ein Problem. Wir reden nicht nur über Vergangenheit, das muss man auch deutlich sagen. Die Forscher haben ja aufgedeckt, dass es gerade urkatholische Markenzeichen sind, die den Missbrauch begünstigt haben. Der Zölibat, Homophobie und auch die Beichte. Welche Konsequenzen muss das haben? Auch das haben wir uns als Bischöfe genau angeguckt und ehrlich gesagt, wir wissen es noch nicht. Es braucht wirklich einen, und das ist vielleicht das Schwierigste an der ganzen Geschichte, es braucht wirklich einen Mentalitätenwechsel. Was mache ich? Es geht um Klerikalismus, es geht um Amtsverständnis von Priestern und Klerikern. Das kann ich ja nicht per Dekret verordnen, sondern ich muss versuchen als Bischof, meine Leute mitzunehmen, ihr Selbstverständnis zu überprüfen. Sich anzuschauen, wie verstehe ich mich als Priester? Bin ich Teil dieses Volkes Gottes? Verstehe ich mich als jemand, der andere Menschen groß macht, der das Evangelium verkündet? Oder geht es mir um mich selber? Und das ist eine Frage, ich glaube, da müssen wir ran.
ich spüre auch noch ein Stück Hilflosigkeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Gleichwohl haben Sie schon in dem ersten Schritt, den Sie sich vorgewagt haben, den Pflichtzölibat in Frage gestellt. Gibt es wirklich eine Chance, dass Rom und die Weltkirche solche Debatten, diese Debatten um das Pflichtzölibat ernster führen werden, geschweige denn Konsequenzen ziehen werden? Also es ist völlig klar, dass, und das geben uns die Forscher auf und der Diskussion müssen wir uns stellen, dass der Zölibat ein Bestandteil ist, wobei auch deutlich wird, plakative Antworten helfen uns nicht. Also die Aufhebung des Zölibats löst noch kein einziges Problem. Und das sagen die Forscher auch eindeutig, also es ist keine Ursache für das, was da passiert. Weil jemand vergreift sich nicht an Kindern, weil er keine Frau hat. Aber es kann sein, dass der Beruf möglicherweise Menschen anzieht, die genau in diesen Beruf gehen, weil sie dann eine Möglichkeit sehen, sozusagen ihre Neigung irgendwo auszuleben. Und das ist natürlich dann ein Problem. Wir müssen die Priesterausbildung anschauen, wir müssen die Priester begleiten. Und wirklich die guten Priester, die wir ja auch haben, die muss man unterstützen, dass sie vielleicht auch helfen, so eine Kultur der Achtsamkeit auch irgendwo zu leben. Das finde ich wichtig. Aber Sie stellen die Analyse der Forscher nicht in Frage, dass der Zölibat auch ein Thema ist? Nein, absolut nicht. Nur keine Plakative, wissen Sie, von der einen Seite bekomme ich Meldungen, wir müssen den Zölibat abschaffen, von der anderen Seite bekomme ich, wir müssen die Homosexuellen ausschließen. Beides sind Lösungen, plakative, im Grunde primitive Lösungen, die uns überhaupt nicht helfen, auch, glaube ich, den Betroffenen nicht helfen. In Ihrem ersten Bischofsjahr haben Sie noch keine Gespräche mit Mittwochsopfern geführt, wollen Sie das jetzt bald nachholen? Das fängt jetzt sehr bald an. Vielen Dank.